bin auf das Thema Trauermusik eigentlich erst gekommen, als ich ein Buch gelesen habe, und zwar Die Geschichte der Begräbnisvioline vom Roman Krivacek. Das ist ein Geiger, der sich auf die Suche begeben hat nach einer wirklich längst vergangenen Zunft der Trauergeiger, die es im 17. Jahrhundert gab, die mit den Reformationsjahren, also mit Luther, aufgekommen ist. Und zwar war es die Aufgabe des Trauergeigers, möglichst tiefe Trauer zu vermitteln, also quasi ähnlich wie die Aufgabe eines Schamanen oder eines Priesters, mit Worten den Trauernden zu trösten. Ich fand das wahnsinnig interessant, habe das Buch gelesen und mich ein bisschen mit der Musik beschäftigt. Das hat sich jetzt eher auf West- und Nordeuropa konzentriert. Und meine Idee war dann, das ein bisschen auszuweiten auf die ganze Welt, weil Trauer was Universelles ist, was jeden Menschen berührt und betrifft auch. Glaube ich, auf der CD auf insgesamt 14 verschiedene Länder gekommen, und ich habe versucht, die Länder zu nehmen, die am meisten Unterschiede zeigen in der Kultur. Ein paar waren ein bisschen schwierig umzuschreiben für mich. Ich habe das meiste ja selber umgeschrieben, weil das sehr traditionell ist und dafür gibt es keine Noten. Ich bin mir selber vorgekommen wie ein Archäologe, der auf einmal lauter neue Bräuche und Traditionen aufdeckt. War für mich immer sehr wichtig. Also ich bin damit groß geworden. Ich habe auch zwei Stücke aus meiner Heimat, aus dem Alpenland, hergenommen, die von meiner Familie oft gespielt wurden und die ich immer sehr schön fand und sehr andächtig. Ich wurde auf den Fanny Mendelssohn-Preis aufmerksam gemacht durch Julia Fischer, welche eine Patin ist des Wettbewerbs und welche mich dafür vorgeschlagen hat, weil sie meinte, in diesem Wettbewerb geht es nicht nur um Können, sondern auch um Kreativität. Und das hat mich sofort angesprochen, weil ich mir dachte, es ist schön, seine eigenen Ideen umsetzen zu können. Und genau das hat mir auch der Wettbewerb gegeben, im Endeffekt mich anders zu beschäftigen, eben nicht nur auf das Instrument bezogen, sondern auch einfach mich umzuhören, mich mit Kultur, Tradition zu beschäftigen und einen ganz neuen Einblick auf dieses Musikerdasein zu erhalten.